easy go. Aktivieren Sie jetzt Ihren Himmelssucher, um die übrigen Höllenpriester zu finden. Der zweite Höllenpriester befindet sich im nördlichen Gebiet der Erde. Ich kalibriere nun das Portal. Jo. Es sind wegen fehlender Energie Bereiche gesperrt. Sobald die Energie wiederhergestellt ist, haben Sie Zugriff auf das ganze Schiff. Jo Leute, Magstar hier und weiter geht's in Doom Eternal mit der Mission. Jetzt muss ich gleich schauen, wie die Mission heißt. Verstorge deinen Hub wieder mit Energie oder verstoße oder keine Ahnung, was das heißt. Versorge. Ah, jetzt, oh Mann, sorry, dass ich mich so verlese. Okay, ich muss den mit Energie versorgen. Wächterbatterien. Setze Wächterbatterien in der Fortress of Doom in Suckle ein, um Gegenstände freizuschalten und Teile der Festung mit Energie zu versorgen. Du kannst Wächterbatterien in Missionen finden oder indem du alle drei Missionsherausforderungen abschließt. Gut, ja, dann tue ich das mal. Jetzt kann ich das hier einsetzen. Gut, mache ich. Erhalte die Eisbombe. So, richtig cool, was wir hier alles so für Experimente machen können. Eisbombe. Drücke LST, also Control oder Maus, um eine Eisbombe abzufeuern. Drücke G, um sie gegen die Splittergranate auszutauschen. Die Explosion friert für kurze Zeit alle Dämonen ein, die davon getroffen werden. Kombiniere dies mit anderen Waffen. Die Eisbombe lädt sich im Laufe der Zeit wieder auf. Okay. Richtig cool, wir haben sogar eine Eisbombe. Der Werfer wurde fertiggestellt. Die Bombe hüllt Gegner in der Nähe in gefrierende Gase. Wechseln Sie am Werfer manuell zwischen der Benutzung von Eisbomben oder Splittergranaten. Okay, ich geht's. Ah, hier richtig geil. Jetzt kann ich hier auf Eis wechseln. Alter, das ist ja richtig nice. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt hier nach unten gehen wahrscheinlich. Genau. Am besten gehe ich mal hier durch. Okay, also das sieht da drin auf jeden Fall richtig nice aus. Ich finde, es sieht einfach auch richtig cool und entspannend auch wieder aus hier auf diesem Schiff. So solche Aufgaben natürlich zu machen. Wir können jetzt sogar die Dämonen frieren. Ich bin jetzt mal richtig gespannt, wie das kommen wird. Ja, lasst mal hier reingehen. Also wir können theoretisch das mit jeder Waffe machen, ne? Also wir können mit jeder Waffe die gefrieren. Finde ich aber richtig nice. Ich nehme jetzt mal diese Waffe, wo wir ja in der letzten Folge erhalten haben. Bestrafe Dämonen im Gefängnis. Okay. Dämonen im Gefängnis. Jetzt bin ich aber mal richtig gespannt. Ist geschlossen. Okay. Dann muss ich zuerst jetzt hier hin. Dämonengefängnis. Im Dämonengefängnis kannst du den Kampf gegen Dämonen üben, ohne zu sterben oder dauerhaft Inventar wie Munition und extra Leben zu verlieren. Neue Begegnungen werden freigeschaltet, wenn du in der Kampagne fortschreitest und neue Dämonen entdeckst. Verlasse die Arena, du durch das Portal, wenn du fertig bist. Okay, wir müssen nachdem das Portal verlassen. Also das ist jetzt das Dämonengefängnis, so wie ich jetzt gelesen habe, ne? Und wir müssen jetzt diese Dämonen, müssen wir jetzt besiegen. Alter, ist ja richtig geil. Warte mal. Ah, LSTRG, jetzt kann ich da... Ah, richtig geil, jetzt kann ich sie gefrieren. Ich habe sie eingefroren, Leute. Schaut euch mal das an, Alter. Sieht ja richtig geil aus. Okay, also es ist ja gestanden, dass man Leben eigentlich nicht verlieren kann. Also hoffe ich auch, dass es so bleibt. Okay, die...
Jetzt möchte ich mal die Kettensäge wieder einsetzen. Alter, ich rasiere richtig gerne mit dieser Waffe, ey. Die gefällt mir richtig gut seit der letzten Folge. Mit dieser kann ich die auch schnell erledigen. Sehr gut. So, besuche das Dämonengefängnis. Ah, hier ist das Dämonengefängnis. Jetzt check ich es. Speicherpunkt erreicht. So. Gehen wir mal hier durch. Erhalte einen Prätorenzugspunkt. Okay. Hier. Prätorenzugspunkt. Mit Prätorenzugspunkten holst du die Prätorenzugs-Extras. Prätorenanzugs-Extra verstärken deine Fähigkeiten oder schalten neue frei. Okay. Ja, ich hab's gecheckt. Ich möchte fortfahren, hallo. Ja, fortsetzen bitte. Ah, jetzt kann ich hier etwas wählen. Splittergranate, Umgebung. Machen wir mal Splittergranate, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie das Ganze hier funktioniert. Hallo? Prätoren-Tutorial. Wähle eine Verbesserung in der Kategorie und drücke und halte die Wählen-Taste, um sie zu erhalten. Okay, ich muss die Wählen-Taste drücken. Geht, glaube ich, nicht. Das kann ich nehmen, sehr schön. So, ich habe es genommen. Prätorenzugstutorial. Prüfe deine Kapazitäten für Gesundheit, Rüstung und Munition und deine Bonusverbesserungen, um für die Wächterkristallverbesserungen vorzuplanen. Also, ich kann jetzt glaube ich nochmals eins nehmen, oder? Nee, ich glaube jetzt ist gut. So, ich habe jetzt mal eins genommen. Infiltriere die Kulistenbasis. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Kulistenbasis. Ich muss sagen, also mir gefällt es hier richtig gut, was man hier so alles auf dem Schiff machen kann. Jetzt haben wir mal ein paar Missionen hier auf dem Schiff gemacht. Okay, wir haben zwar, ja, wir haben ein paar Dämonen gekillt. Nachher waren wir im Dämonengefängnis, ich weiß nicht. Vorhin, wo ich da gekämpft hatte, dachte ich, ich sei im Dämonengefängnis. Ich glaube, das war es sogar. Wenn ich mich nicht täusche. Hier. So, ich tue das mal nach unten. Infiltriere die Kulistenbasis. Gut, dann gehen wir mal zur Kulistenbasis. So, hier sind wir bei der Kulistenbasis. Huch, das sieht ja schon ein bisschen fürchterlich aus, wenn ich mir das hier anschaue. Aber ja, ich denke, das wird gut kommen, wenn wir natürlich die Sachen so umsetzen, die wir jetzt auch bekommen haben. Natürlich das mit der Eisgranate hier oder mit dem Eiswerfer hier, wo wir haben, wie man das Ganze auch immer nennt. Missionsherausforderungen. Master of Turrets. Armored Rain. Okay, keine Ahnung, was das alles bedeutet. Missionsherausforderungen. Missionsherausforderungen sind optionale Prüfungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Mission abgeschlossen werden können. Der Abschluss einer Missionsherausforderung verleiht eine Prätorenanzugspunkt. Der Abschluss aller Missionsherausforderungen verleiht eine Wächterbatterie. Deinen Spielfortschritt kannst du im Reiter Herausforderungen im Dossier-Tab einsehen. Okay? Ja, genau. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder rüberkommen, ne? Also es sieht hier alles so richtig eisig aus. Ich finde, es sieht auf jeden Fall cool aus. Jetzt müssen wir einen Weg finden. Ah, ich habe schon den Weg gefunden. Sehr gut, okay, wir sind jetzt hier an der Wand. Jetzt müssen wir hier rüber. Ja, und der erste Gegner ist schon da. Erledigen wir die mal kurz. So, ich habe jetzt die mal schnell erledigt. Waren jetzt im Moment ja nur wenige. Oha, ich habe das Gefühl, wir sind hier im Nordpol oder Südpol. Wie das gerade so aussieht. Wir müssen jetzt hier rübergehen, genau. Also, dann würde ich mal sagen, tun wir das. Ah, jetzt. Jetzt checke ich das Ganze. Okay, wir müssen hier an der Wand, müssen wir uns jetzt festmachen. Oh Mann, shit.
Das hätte ich nicht berühren dürfen. Ah, Mann. Okay. Der Weg hier nach drüben war schon mal richtig, ne? Jetzt muss ich nur den Weg finden, wie ich natürlich hier raufkomme. Hier, dort nach oben, das ist richtig gewesen. Okay, ich glaube, wir müssen, also ich glaube, wir können rübergehen, aber wir dürfen nicht diese roten Plättchen hier berühren. Ich glaube, nur so geht's. Okay, oh ja, ich hab's geschafft. Puh, knapp gewesen, ey. Okay, okay, okay. Oh nein, 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 nein. Ah, jetzt kann ich sie eingefrieren. Jetzt kann ich sie eingefrieren. Sehr nice. Oh mein Gott, was sind das dann bitte schön für Dämonen? Keine Ahnung, was das für welche sind. Oh mein Gott. Okay, ich habe immer noch den Flammenwerfer, glaube ich. Also nee, ich kann jetzt hier wechseln zwischen dem Flammenwerfer, dem Eisteil und so weiter. Jetzt habe ich das Auge von ihm getroffen. Ja, sehr gut. Jetzt ist er gleich down. So. Jetzt. Okay, den momentanen Standort kann er nicht ermitteln. Sehr nice. Okay, wir können jetzt über diese Brücke gehen. So, ich zersäge den mal, damit ich wieder Munition habe. So. Okay, das sieht ja schon richtig cool aus hier drin. Ich finde es allgemein, die Räume hier in Doom Eternal sehen mega cool aus. Ah, jetzt, das musste ich machen, okay. Ah, das ist ja richtig geil, okay. Keine Ahnung, was es hier wird, aber ich kann das einfach so, wenn ich dort drauf schieße, so verschieben, okay. Willkommen, Smith. Ist mein Ende gekommen? Bist du stark genug, diese verfluchte Zitadelle zu überstehen? Ja, ich bin da, ich schaff das. Okay, ich friere die mal ein, ich friere die mal ein. Oh mein Gott, jetzt kommen die noch mit Flammenwerfer, Digga. Okay, wo wollt ihr Flamme haben? Hier könnt ihr haben. So, dann lade ich mich hier wieder mit Energie auf. Oh mein Gott, das war knapp, ey. Huh. Fast hätte... Information für das sterblich gehandicapte Personal. Ich muss jetzt hier nicht lang. Oh Gott. Oh, Alter, richtig schön. Ha! Ich kann die damit schön einfach so durchrasieren. Schwachpunkt. Manchkupus. Der Manchkupus ist eine schwere Fernkampfdämon, der im Nahkampf einen Flammenwerfer einsetzt. Oh ja. Die Armkanonen sind seine Schwachpunkte. Zerstöre sie, um seine Projektile zu schwächen und seine Flammenwerfer lahmzulegen. Im Kodex kannst du mir... Okay, okay. Wir müssen jetzt also auf seine Kanonen zielen. Wie ihr ja gesehen habt, müssen wir auf seine Kanonen zielen. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, ich nehme jetzt da wieder Leben auf. Das ging jetzt aber schnell, wie ich den besiegt habe. Leute, schon in der letzten Folge kam mit diesem Revenant. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht ein zweiter von diesen, nicht ein zweiter von diesen, nicht ein zweiter von diesen. Okay, Leute, ich habe ihn besiegt. Infiltriere die Kuhlistenbasis. So, Leute, ich habe jetzt nur noch diesen einen besiegt, ne? Ja, war jetzt nicht ganz unbedingt so easy, Leute. Huh, was war denn das wieder, bitteschön, für ein Dämon? So, hier kann ich...
Oh, kann ich jetzt hier auch wieder etwas wählen? Warte mal. Wenig Munition. Prädatorenzugs. Okay. Dann gehen wir weiter. Jetzt müssen wir hier nach rüber. Jetzt müssen wir hier rüber, glaube ich, gehen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ich schaue mal kurz auf der Karte nach. Ja. Also. Dann probiere ich das Ganze jetzt mal. Oder ich schaue mal, ob es hier einen Weg gibt. Nee, hier gibt es nichts. Also würde ich sagen, gehen wir hier rüber. Okay, nee, falsch. Jetzt check ich es. Hier nach oben müssen wir, oder? Nee, hier ist auch nicht richtig. Warte mal, ich schaue mich am besten nochmals hier um. Also hier sind wir überall gekommen. Holisten, Schlüssel. Ich glaube, diesen Schlüssel müssen wir finden. Ich gehe jetzt mal alles hier durchsuchen. Das gehört natürlich auch dazu, wenn man so ein Spiel spielt. Okay, Munition haben wir hier gefunden. Das ist schon mal perfekt. Müssen wir nicht das da nehmen? Dachte, wir müssen das nehmen. Keine Ahnung. Dann können wir das irgendwo hier einspannen und dann können wir durchgehen. Ich nehme jetzt mal, das können wir auch nicht nehmen. Also es kann ja nur hier oben irgendwo sein. Hier ist es auf jeden Fall definitiv nicht. Ja, Leute, jetzt checke ich das Ganze. Ja, jetzt, so, puh, da muss ich mich jetzt aber schon durchbannen. Okay, wisst ihr was? Ich friere euch alle mal ein. Also hier im Schnee, Leute, das Ganze einfach richtig so bei Kampf, ey. Ich finde das richtig cool, dass wir jetzt auf einer Schneebasis sind. Oder besser gesagt, irgendwo auf einem Planeten hier mit Schnee. Ich finde das einfach richtig toll. Okay, hat jetzt nichts genützt. Ja, jetzt habe ich ihn schnell eliminiert, ne? Jetzt weiß ich natürlich, wo sein Schwachpunkt ist. So, damit... Oh, jetzt kommt dieser mit dem Flammenwerfer wieder. Okay, das war jetzt ein anderer, aber trotzdem. Langsam kommen sie auch noch mit Flammenwerfer. Okay, was zum Teufel ist das? Keine Ahnung, was wir jetzt hier tun müssen. Aber ich glaube, wir müssen sogar hier raufgehen. Ah, da müssen wir das Ganze wieder einspannen, jetzt. Hallo? Ne, hier kann ich nichts einspannen. Hier auch nicht. Ah, jetzt. Ich check das Ganze, jetzt check ich das Ganze. Wir müssen hier uns rüber hinaufgleiten lassen. Autsch! Ah, nee, so habe ich das nicht gedacht. Ja, jetzt. So habe ich es gedacht. So, ich hoffe mal, der trifft mich nicht. Okay, ich bleibe mal hier in Deckung. Ich kann sonst immer wieder das einsetzen. Für wenig Munition kann ich immer wieder das einsetzen. Okay, ich kann euch auch gefrieren. Dann kann ich die zu Kleinholz machen. Okay, der eine lebt noch. Der mit seinem blöden Flammenwerfer hier. Also Flammenwerfer. Einfach dieser da, wo wir gegessen hatten. Diesen Revenant, oder wie man diesen Dämon auch wieder nennt.
Ja, jetzt haben wir ihn besiegt. Also ich muss schon sagen, eine Mission dauert eigentlich schon eine Weile, bis das vorbei ist. Das ist leider so in Doom Eternal. Keine Ahnung, wieso das so ist, aber das ist leider so. Okay, mit dieser habe ich wenig Munition, dann wechsle ich am besten. Nö, hier kann ich nicht weitergehen. Ich verarzte mich mal. Kann ich hier etwas tun? Auch nicht. Also hier geht es schon mal nicht weiter. Wie ich jetzt gerade sehe. Also theoretisch sollte es schon hier weitergehen, aber die Frage ist jetzt nur, wenn ich jetzt hier laufe. Hier kann nicht der Zielort sein, der muss irgendwo anders sein. Ah, ja genau, hier. Energieschilde. Das Plasmagewehr kann Energieschilde schnell zerstören, was eine heftige Explosion auslöst. Im Kodex kannst du mehr über diese Schwachpunkte von Dämonen erfahren. Okay. Ah, genau. Ah, ja, jetzt check ich es. Oh ja, jetzt habe ich ihn aber schön erwischt. Sehr schön. Ja, jetzt hat es explodiert, ne? Ich kann also mit diesem Plasmagewehr über diese Schilde schießen und dann explodiert es. Okay, ich muss jetzt hier reinkommen irgendwie. Gibt es hier irgendwo einen Weg? Ah, jetzt checke ich, wie das Ganze funktioniert. Also, wir haben hier eine Wand gefunden. Genau, jetzt müssen wir an diese Wand gehen. Hat jetzt aber auch lange gedauert. Jetzt müssen wir hier rüberkommen. Genau. Jetzt gehen wir hier rüber und jetzt gleiten wir uns mal... Nein! Also der erste Schritt war schon mal richtig, ne? Wenn ich jetzt die Perspektive von hier ansehe, ne? Gehe ich jetzt hier rüber. Jetzt hier hin. Okay, warte mal. Ah, Mann! Hier haben wir jetzt wieder eine Rüstung. So. Okay, dann müssen wir das hier aufkriegen. Jetzt muss ich irgendwie probieren, also von hier irgendwie dort drüber zu kommen. Das geht eigentlich easy, ne? Hier muss ich ja nicht drüber. Ich muss jetzt hier, am besten ich mache das nochmal so, ne? Ja, jetzt hat's aber geklappt. So, sehr schön. Okay, Leute, Rocket Launcher. Oh mein Gott, wir haben einen Raketenwerfer. Oh, sehr schön, sehr schön. Alter, ist ja richtig cool, was ich mit diesem Rocket Launcher alles machen kann. Oh Gott, oh Gott. Ich zersäge den mal. So, jetzt kann ich die... Okay, ich gleite mich mal hier rüber. So. Natürlich muss ich aufpassen, dass der mich... Okay, erledigt habe ich ihn. Sehr nice. Ich heile mich mal eben. Schön auf seine Waffe zielen, komm. Ja, genau, Rocket Launcher. Okay, den ersten habe ich erledigt. Der zweite ist auch erledigt, so. Alter, dieser Rocket Launcher gefällt mir richtig gut. Jetzt geht Action los. Also ihr seht, ich habe diese Dämonen hier, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, mit dem Flammenwerfer, wo man auf die Kanone zielen muss. Die habe ich jetzt auf jeden Fall sehr schnell erledigt, Leute. Waffenpunkt. Oha, okay, unser Waffenpunkt ist natürlich gut, ne? Ja, jetzt ist die Frage. Hier durch muss ich. Runter mit dem. Okay, und wie bitteschön komme ich jetzt hier nach oben? Also ich mache jetzt das Ganze mal... Ich mache jetzt das Ganze mal so. Hier komme ich nicht weiter. Jetzt
Jetzt muss ich hier wieder den Weg suchen. Ach, immer das Zeug hier, ne? Aber das ist Doom Eternal. Ich glaube, ich habe den Weg schon gefunden bereits. Ja, ich glaube, hier noch, wir müssen hier rüber gleiten. Okay, ich gehe jetzt mal hier durch. Da können wir uns auf diese Seite gleiten lassen. Und dann muss ich einen Weg finden, wie ich am besten dort drauf komme, ne? Also, ich muss auf diese Wand kommen irgendwie. Am besten machen wir das so. Okay, hier bin ich jetzt nicht auf den Pfosten, beim Pfosten hier hochgekommen. Nee, das war jetzt eigentlich nicht der Sinn davon. Jetzt muss ich währenddem, dass der Pfosten hier oben ist, muss ich probieren, mich so schnell wie möglich hier rüber zu gleiten lassen. Okay, jetzt mache ich das nochmals. So, ich probiere es, Leute. Es ist wirklich nicht einfach. Ah, jetzt. Oh, meine Güte, ey. Hat jetzt das aber auch gedauert. Puh. Zum Glück habe ich hier nicht losgelassen. Oha, wähle eine Rune. Richtig cool. Jetzt kann ich wieder eine Rune wählen. Ich kann das auch wählen oder das. Warte mal, da gibt es verschiedene Runen. Alter, richtig geil. Oder warte mal, ich kann diese wählen. Oh ja, die ist gut. So, ich habe jetzt die freigeschaltet. Werfe. Ja, genau. Ich glaube, hier rauf müssen wir jetzt. Jetzt muss ich hier wieder... Ah, jetzt bin ich hier hingelangen. Das hat jetzt aber wirklich gedauert. So, jetzt können wir das Tor hier öffnen und dann haben wir das gemacht. Komm her. Willst du dich gegen Max dran legen? Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, schön erledigt. Willst du mit der Kettensäge erledigt werden? Gut. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, 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 nein. Ah Gott. So, ich mache das schnell, indem ich den Rocket Launcher. Sehr schön. Oh Mann. Alter, ich wollte jetzt den mit der Kettensäge auseinandernehmen. Oh Mann. War jetzt das immer knapp? Immer so knapp. Ja, jetzt kann ich wieder ordentlich Leben auffüllen. So. Wir sind immer noch hier bei der infiltrierten Kulissenbasis. Jetzt können wir hier reingehen. Jetzt haben wir es geschafft. So. Dann würde ich sagen, machen wir das noch schnell. Jetzt können wir hier wieder etwas wählen. Haftbomben, Vollautomatik. Ich würde sagen, wir wählen jetzt mal die Vollautomatik, ne? Oder können wir... Nein, hier müssen wir noch etwas machen. Okay, wir können hier das Ganze Mikroraketen. Ich habe jetzt mal die Mikrorakete genommen. So. Gut. Dann geht es jetzt hier weiter, Leute. Es kann heute auf jeden Fall wieder eine lange Folge sein, aber... Wie gesagt, ich werde jetzt das Plasmagewehr nehmen. So, jetzt seid ihr vernichtet. Ah, hier muss ich das Ganze freischalten. So, jetzt gehe ich
hier hoch. So. Und so. Ja, Mann, jetzt können wir hier durchgehen. Keine Ahnung, wie lange das noch dauert, bis wir dort... Ihr naht, meine Brüder und Schwestern, doch sie ist schwach. Euer Hass muss ihren Willen ebenbürtig sein, nur dann seid ihr wahrhaft gerettet. Okay. Denkst du? Oh mein Gott, jetzt muss ich mich... Jetzt muss ich mich gegen die auch noch verteidigen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, nein! Ich mach das mit der Kettensäge, Leute. Immer die Kettensäge nehmen, wenn man wenig Leben hat. So, der erste haben wir mal erledigt. Den haben wir auch erledigt. Jetzt geht's langsam immer schneller, denn ich habe langsam das Ganze im Griff, vor allem mit dieser schnellen Waffe. Oh ja, es zieht ihr, Leute. Ich habe genau auf den Schwachpunkt gezielt und es hat wirklich geklappt. So, dann nehme ich wieder diesen Anzug. Immer diese Anzüge nehmen, ist immer am besten. Oh ne, jetzt kommen diese noch ins Spiel. Aber die schalten wir, glaube ich, schnell aus. Okay, ich kann mich auch so schnell rüber spawnen, so. So, ich mache das so auf diese Art und Weise. Dann kann ich da einigermaßen wieder ein bisschen Deckung bekommen und ein bisschen fliehen hier. Oh, sehr schön, wie ich das schnell ausgewichen bin. So, ich hoffe jetzt mal, ich bekomme den Rocket Launcher hier wieder. Ich muss jetzt hier wieder herum. Jetzt muss ich da wieder Rocket Launcher. Hallo, wo bist du? Ich glaube, wir haben keine Munition mehr mit dem. Okay, der ist noch da. Oh nee, nicht dieser. Kann ich den auch eingefrieren? Warte mal. Ja, jetzt kann ich seine Waffen eliminieren. Jetzt muss ich die... Jetzt wäre es gut, wenn ich die Plasmawaffe... Ey, wo ist diese blöde Plasmawaffe jetzt? Kommt die jetzt nicht, weil ich keine Munition mehr mit dieser habe, oder was? So, dann haben wir wieder Sprit. Für den Fall, dass sie hier natürlich wieder angreifen. So, hier kann ich wieder alles einsammeln von Munition. Was ich eigentlich brauche. Ja, jetzt. Da haben wir es ja. So. So, dann zerfetze ich noch schnell mit der Kettensäge. Und dann hat sich das Ganze auch bald wieder gelöst. So. Gut. Wir haben es gemeistert, Leute. Und jetzt können wir hier hochgehen. Ich weiß nicht, ob wir unser Ziel überhaupt schon erreicht haben oder nicht. Könnte sein, dass wir jetzt die ganze Mission wieder gemacht haben. Aber ich denke, in dieser Kampagne werden einige lange Folgen kommen, auf jeden Fall, Leute. Aber ich kann euch wirklich garantieren, dass es mega spannend wird für diese langen Folgen. In seiner Vernichtung liegt eure Erlösung. Seht ihr es, Brüder?
Der Mythos des Slayers ist entblößt. Er hat den Willen verloren, um weiterzumachen. Verschlingt seine Seele. Ich muss überleben. Schützt mich in der Not. Dann soll euch ein Platz in der neuen Welt sicher sein. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier hin. So. Gut, wir müssen jetzt hier entlang gehen. Ihre Super-Shotgun ist in der Nähe. Ein Relikt ihrer Vergangenheit. Die Priester hielten sie an diesem Ort vor ihnen versteckt. Oh nee, nicht diese. Was sind jetzt das für Köpfe hier? Oh, eine neue Waffe bekommen wir. Da bin ich jetzt aber mal... Ups. Schubball. Schubball sind Umgebungsdämonen, die durch die Spielwelt streifen. Schieße sie, um sie durch die Luft zu schleudern. Treffen sie auf andere Dämonen. Lösen sie noch eine größere Explosion aus als sonst und fügen zusätzlich Schaden zu. Okay. Achtung, sterblich gehandicaptes Personal. Der Slayer hat die Einrichtung betreten. Bitte mit Aggression vorgehen. Okay, hier sieht's aber... Oh mein Gott. Okay, ich frage mich, was das für Dämonen sind. Nee, ich brauch... Hallo, ich brauch die... Ich brauch den Rocket Launcher wieder. So, den zersäge ich, ne? Hinter einem Schutzschild habt ihr natürlich ziemlich große Eier, aber diese Eier vergehen ihr Zeug, denn ich schieße jetzt die mit der Plasma-Waffe hier mal ab. Und ihn sowieso. Jetzt muss ich die alle... Du willst mich ja komplett verarschen. So, damit ich wieder hier... So. Sehr gut gemacht. Mit dem Rocket Launcher können wir die auch alle erledigen. Ja, mit... Ja, das ist gut. Ja, so, mit dem Rocket Launcher ist das schon viel schneller erledigt, ne? Normalerweise hatten wir ein paar Minuten gebraucht, bis wir den erledigt hatten, aber jetzt ging es schnell. Oh, oh Gott. Oh mein Gott, wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Okay, ich... Oh Gott, ich kann sie nur eingefrieren, ne? Sehr schön, oh. Gott sei Dank habe ich wieder Leben. Okay, Leute, ich habe es jetzt herausgefunden. Wir müssen hier runter gehen und dann klappt's. Wir müssen jetzt uns hier runterfahren lassen. Jetzt klappt's. So. Hier ist jetzt wieder ein Gegner. Den schalte ich mal schnell aus. So. Und down ist er. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier hoch und jetzt müssen wir da hinauf. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay, gut. Jetzt kann ich das hier so abschießen. Ah, warte mal. Ja, genau. Ja, jetzt. Okay, wir müssen das so machen. Jetzt müssen wir uns so hinübergleiten lassen. Jetzt habe ich es mal endlich nach oben geschafft. Alter, ich habe schon gedacht, wie komme ich jetzt hier nach oben?
Dabei ist das so easy eigentlich. Ich musste mich nur hier auf die Wand rübergleiten lassen. So, ich zersäge den schnell und den Rest friere ich mal hier rein. Oh, es sind zwei von denen. Ja, okay, dann. Weg mit euch. So, Feierabend. Sehr schön. Ja, da haben wir noch, kriegen wir noch zusätzlich Leben, umso besser. Da geht's weiter. So. Ja. Leute, wir können da noch... Okay, das müssen wir nicht nehmen, aber wir können theoretisch da noch uns heilen. Aber ich denke, das lassen wir jetzt mal. Ja, ich gehe mal hier rüber. So. Okay, Leute, jetzt müssen wir hier... Oh, jetzt muss ich wieder über diese Lava, ey. Ja, jetzt. Puh. Sonst verliere ich da noch unnötig Leben. Natürlich nehme ich jetzt den Rocket Launcher weiterhin. Der Rocket Launcher gefällt mir einfach mega gut. Verbindung erfolgreich. Sie kontrollieren jetzt die Revenant-Drohne. Holen Sie damit Ihr Eigentum zurück. Die muss ich jetzt noch bekämpfen, okay? Schau überhaupt, ob wir immer noch bei der gleichen Mission sind. Oh. Alter, richtig geil. Ich kann jetzt... Alter, ich kann jetzt als Revenant spielen. In der Rolle des Revenant. Halte Maus, um mit Jetpack hochzufliegen. Drücke L-Shift, um deinen Nachbrenner zu aktivieren. Alter! Geil, ey! Alter, ist ja richtig geil. Oh mein Gott, ey. Ich kann jetzt als Revenant spielen, Leute. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich einmal als Dämon spielen muss. Okay, ich bin jetzt ein... Was willst du? Ich muss als Revenant gegen andere Dämonen kämpfen. Ich finde das so lustig, ein Duell. Dämon gegen Dämon. Oh mein Gott, den habe ich zerfetzt. Den habe ich zerfetzt, Leute. Oh mein Gott. Revenant versus Revenant. Alter, ich kann es kaum glauben, Mann. Die Folge ist einfach zu geil, Mann. Oh mein Gott, Alter, wie ich die alle zerschnippeln kann. Oh mein Gott, ey. Alter, ich kann die einfach alle so zerstören. Was für ein Duell einfach nur. Lol. Ja, ich muss hier reingehen, oder? Hä? Hä? Ja, eben hier. Muss ich jetzt irgendwie etwas tun, oder was? Ah, richtig geil. Mit F kann ich noch das machen, okay. So, ich dachte, ich muss jetzt hier rein. Keine Ahnung, was ich jetzt da tun muss. Ich spiele jetzt immer noch weiter als Revenant. Ah, warte mal. Ich muss, glaube ich, hier raufgehen. Ja, und wie soll ich die Shotgun jetzt bitte schön holen? Erklär mir das bitte mal. Genau. Ah, Jetpack. Ja, jetzt. Dachte schon, wie hole ich das? Okay, die Shotgun haben wir geholt. Dann können wir eigentlich jetzt hier reingehen.
super Shotgun. Oh mein Gott, wir haben die Super Shotgun dadurch erhalten. Super Shotgun freigeschaltet. Fleischerhaken. Na, die mit den Fleischerhaken ausgestatteten Super Shotgun ist eine verheerende Waffe auf kurze Distanz. Wenn du in Reichweite zu Dämonen bist, dann drücke Maus 2, um dich zu Dämonen zu ziehen. Oh. So, das öffne ich mal. Klären wir das gleich alles mal. Oh mein Gott, jetzt muss ich hier wieder wechseln. Am besten wechsle ich jetzt zum Rocket Launcher. Oder halt eben zu diesen. So, das brauche ich alles. Sammle ich mal ein. Na schön. Ich muss immer wieder schauen, wie ich hier weiterkomme, weil... Ah ja, da muss ich noch das... Oh mein Gott, das kommt... Ah! Immer wenn ich eins öffne, sind irgendwelche Dämonen drin. Ah! Aber ich kann der Reihe nach öffnen, ne? Das ist schon nice. Warte mal, ich möchte die Super Shotgun wieder haben. Okay, der Rocket Launcher ist da. Da habe ich noch Energien. Das nehme ich auch. Okay, kann ich jetzt im Moment nicht nehmen. Oh, ich habe nicht mehr viel Munition. Ja, sehe, ich habe nicht mehr viel Munition. Ja, wie soll ich jetzt gegen den antreten? Okay, wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, ab in den Aufzug jetzt. Oder ist... An alle in der Kultistenbasis, bitte vernichten Sie den Slayer. Der Priester muss überleben. Ich wiederhole, der Priester muss überleben. So, ich gefriere die mal alle. So, oh ja, nice, Mann. Nice. Oh mein Gott, die werden alle ziemlich zerhackt hier. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn sie hier rüberlatschen. Sind sie direkt down. Jetzt muss natürlich ich aufpassen hier. Aber das haut schon hin. So, aufpassen. Okay, das geht jetzt runter. Dann gehe ich hier rüber. So. Nicht, dass es mich noch schlussendlich zerhackt. Geschafft. Ich frage mich, wenn die Mission eigentlich fertig ist, Leute. Denn im Moment, finde ich, geht es ziemlich lange. Ja, Leute, wir haben die Mission noch nicht ganz abgeschlossen, aber ich würde sagen, das war's schon mal für diese Folge wieder. Mir hat's auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich euch auch und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Let's Play, Leute. Also macht's gut und haut rein, Leute, und tschüss.